Jetzt stelle ich euch mein neues Album kurz vor. Ich hoffe, es gefällt euch. Eure Elisabeth Engstler. Ich träume einen Traum. Die Sensation, das erste Album seit 13 Jahren. Nach 13 Jahren habe ich wieder so Lust gehabt, Musik zu machen. Sehnsucht, das neue Album von Elisabeth Engstler. Sehnsucht, das ist mein Lebensgefühl. Elisabeth Engstler, Sehnsucht, jetzt auf CD und als Download. Also meine neue CD heißt Sehnsucht. Ganz einfach deswegen, weil das so eine Art Grundlebensgefühl von mir ist. Ich habe meistens Sehnsucht nach irgendwas, nach irgendwohin, oft weiß ich gar nicht nach was. Aber diese Sehnsucht, die treibt mich einfach immer an und die Sehnsucht war auch wieder da, Musik zu machen. Und da sind einige Titel einfach entstanden. Ich habe wieder Lieder geschrieben, ich habe Texte geschrieben. Ja, und die sind jetzt auf dieser neuen Sehnsucht-CD drauf. Schenk mir dein Lächeln, du bist so schön, wenn du strahlst. Freu dich mit mir auf den Tag, der kommen mag. Schenk mir dein Lächeln, es tut so gut, wenn du lachst. Heute ist, dass du das machst. Jeder Tag kann sein, wie du ihn gerne hast. Das Schöne an dem Lied Schenk mir ein Lächeln ist, dass es so eine gute Laune-Nummer ist, ja? Ich finde, du hörst dieses Lied und dann ist man sofort einfach besser drauf. Und ich finde es auch interessant, wenn du durch die Straßen gehst und manche Leute schon ein bisschen traurig oder schon müde rein, ja, und du lächelst sie an, da kommt ein Lächeln zurück, ja, und dieser Augenkontakt und dieses gemeinsame Lächeln, das ist einfach wunderschön. Und manchmal sollte man ganz einfach, lass alles liegen und stehen, fahr mal raus ins Grüne, machen wir es uns fein, ja, genießen wir einfach das Leben. Und an das erinnert dieses Lied. Dazu möchte ich eigentlich auffordern. Ich träume einen Traum, dass du und ich nicht zwei sind. Ich träume einen Traum und weiß, er ist schon wahr. Ich träume einen Traum, dass du und ich schon eins sind. Also der Traum ist ja die erste Single aus diesem Album Sehnsucht und in diesem Lied wollte ich einfach beschreiben, dass ich immer versuche, mich mit Menschen verbunden zu fühlen. Dass es mir besonders wichtig ist, die Verbindung zu einem anderen Menschen aufzubauen. Dass man nicht so einsam und alleine durch diese Welt geht, sondern dass wir eigentlich alle miteinander sind. Und dass das wirklich den Traum des Lebens ausmacht, ja, der uns auch hilft, weiterzukommen und der uns dieses Wohlgefühl gibt. Und das ist dieser Traum, diesen Traum, den ich träume und den ich wahnsinnig gern mit anderen Menschen gemeinsam träumen möchte. Heute ist Sonntag ein kleiner Sonntag, ein feiner Sonntag, so könnte es immer bleiben.